Hier habe ich gewohnt, mit meiner Familie. Ich blieb verschont, weil ich bei Quintus war. Aber meine Eltern hatten kein Radio, das sie beschützen konnte. Am nächsten Morgen bin ich sofort nach Hause gerannt. Meine Eltern und meine Geschwister waren noch da. Aber es war zu spät. Als ich sie ansprach, fielen sie über mich her. Und ich musste... Eigentlich wollten sie an diesem Morgen alle die Stadt verlassen. Sie hatten mir versprochen, sich in Sicherheit zu bringen, bis dieser wahnsinnige Bürgerkrieg zu Ende sei. Aber dann... Die Kette auf der Flagge des Kaiserreiches steht für den untrennbaren Zusammenhalt zwischen seinen Bürgern. Das rote Glied steht für die, die für unser Land gestorben sind, denn sie sind auch ein Teil von Garlemald. Doch wo bleibt die Erinnerung an sie, wenn das Reich untergeht? Geben euch eure Gebete darauf eine Antwort? Entschuldige. Jetzt ist aber genug Zeit vertan. Gehen wir. Hier kommen wir nicht raus. Ich weiß, es nervt, aber wir können nur hier sitzen und abwarten, wie sie gesagt hat. Mir ist kalt.
Ja, die Kälte kriecht mir schon ins Gemüt. Ich habe darüber nachgedacht, was Quintus uns gefragt hat. Warum wir die galläische Herrschaft nicht einfach anerkannt haben. Er sagte, dass wir uns womöglich zu sehr unterscheiden und dass sich davor niemand mehr gefürchtet hätte als die Galliar selbst. Varys hat uns während der Verhandlung in Gimlet gesagt, dass er die Völker unter das galläische Banner zwingt, um die Archians zu besiegen. Er wollte die Stärken und Schwächen, die uns ausmachen, beseitigen. Er wollte die Unterschiede zwischen den Völkern beseitigen, vielleicht weil sie sonst nicht zusammen am gleichen Strang ziehen können. In seiner Welt wäre kein Platz für diejenigen, die zu schwach sind oder sonst wie nicht in seinen großartigen Plan passen. Was für ein trauriger Gedanke. Erinnere dich mal an unseren Vater, wie wütend ihn diese Art von Ablehnung gemacht hat. Aber was haben er und der Rat unternommen? Sie haben Augen und Ohren verschlossen und die Welt ihrem Schicksal überlassen. Diese Welt wurde nicht von uns gemacht, sondern von Männern, die nur an ihre eigenen Ideale gedacht haben. Das gilt für Varys genauso wie für unseren Vater. Wir haben die Chance, es anders zu machen. Wir müssen eine Welt schaffen, die für alle lebenswert ist. Ich meine damit wirklich alle. Ich will mir einfach nichts mehr vorschreiben lassen. Vater hat viel erlebt. Und auch Quintus. Sie haben Kriege gefochten und in ihrem Leben eine Krise nach der anderen bewältigt. Dabei haben sie sich gewisse Denkweisen angeeignet, Schubladen in ihren Köpfen, um die komplizierte Welt etwas einfacher zu machen. Für sie ist ein Tier und eine Blume ist eine Blume. Sie vergessen manchmal, wie endlos viele Unterschiede es auf der Welt gibt. Mit den Bewohnern dieses Planeten ist es ähnlich. Wir kennen die Völker und ihre Flaggen, aber man vergisst, wie viel Diversität dahinter steckt. Und dass wir uns in unserer Vielfältigkeit im Grunde doch sehr ähnlich sind. Glaubst du das auch? Ich kann nicht sagen, dass ich ganz frei bin von so einer Denkweise. Ich denke heute noch oft, ich hätte die Dinge durchschaut und der Weisheit letzten Schluss bereits gefunden. Aber ich weiß jetzt, dass ich genauer hinsehen muss, unter die Oberfläche. Jede Person ist einzigartig, mit eigenen Hoffnungen und Träumen. Mein Traum ist es, die Welt zu retten. Mir ist jetzt klar, dass das viel schwieriger ist, als ich dachte. Aber ich weiß auch, dass ich die Kraft habe, meinen Traum zu verwirklichen. Die gesamten Vorräte und unser unverzüglicher Rückzug? Das ist eine gewaltige Forderung. Das sind unsere Bedingungen. Außerdem habt ihr ein Luftschiff zurückzulassen, damit die Geiseln heimkehren können. Die Halszwingen werden natürlich vorher entfernt. Wir wollen also beide die Welt verändern. Dagegen kommt nicht einmal Vater mit seinen schlauen Worten an. Wie meinst du das? Wir kämpfen für das Richtige. Ich wünsche mir nur, dass Vater das auch so sehen würde. Manchmal muss man eben kämpfen, wenn man die beschützen möchte, die man liebt. Ich will nicht sagen, dass man sofort zu Schwert und Zauber greifen muss. Ich bin ja auch für Frieden. Aber was ich wirklich will, ist... Du willst eine Welt, die für alle lebenswert ist. Ja, das ist es. Zusammen werden wir schon einen Weg finden, wie wir die Welt wieder ins Lot bekommen. Und dann, irgendwann, wenn die Götter es so wollen, werden wir unsere Klingen und Zauberbücher beiseite legen und den Frieden genießen.
Vorher müssen wir aber noch die Teloforoi besiegen. Und du? Du wirst uns zum Sieg führen, Alfino. Ich werde es versuchen. Es wird immer welche geben, die sagen, dass es keinen Sinn hat, zu kämpfen. Aber es ist leicht, gegen etwas zu sein und dabei klug auszusehen. Du weißt das. Du hast oft genug im Gegenwind gestanden. Und doch gibst du niemals auf, weil du so stark bist. Stärker, als du glaubst. Hab Mut und geh deinen Weg. Und wenn du mal davon abkommst, hast du ja immer noch mich, um dir zu zeigen, wo es lang geht. Danke, Alize. Die Späher haben Alize und Alfino. Die Halszwingen konnten sie auch sicher entfernen. Es sind keine Verluste zu beklagen, auch nicht bei den Wachen. Sie wurden in tiefen Schlaf versetzt. Sieht so aus, als hätte sich das Blatt gewendet. Ich schlage vor, dass wir unsere Gespräche von Neuem beginnen. Wir haben gewisse Informationen, die von großem Interesse für Legatus Quintus wären. Es ist einerlei. Wir haben unsere Befehle für den Fall, dass die Verhandlungen scheitern. Ein Hinterhalt! Da kommen noch mehr! Wir! Die erste kaiserliche Legion, treue Diener des Galäischen Reiches, schwören, die kaiserlichen Länder zu schützen, bis unsere Kameraden zurückkehren und sei es mit unseren Leben. Aufhören! Ah. Was macht dieser Dummkopf in einer diplomatischen Delegation? Die Eorsäische Föderation hat soeben eine wichtige Nachricht übermittelt. Vertreter der galäischen Armee, zum größten Teil Mitglieder der 10. Legion, sind in Alamigo eingetroffen und bitten darum, gehört zu werden. Offenbar sind ihre Versuche gescheitert, die Hauptstadt mit Hilfe der 4., 5., 8. und 12. Legion zurückzuerobern. Die Legionen sprechen kaum noch miteinander. Und da die meisten ihrer Soldaten desertiert sind, ist die 10. Legion nicht länger einsatzbereit. Deswegen haben ihre Anführer beschlossen, sich an die Föderation zu wenden. Lügen! Das sind nichts als Lügen! Es ist die Wahrheit. Und es kommt noch mehr. Die 10. Legion bittet uns, Legatus Quintus eine Nachricht zu überbringen. Die Ill sollen zurückfallen. Habt ihr das gehört, Legatus Quintus? Wie lauten eure Befehle? Sag ihnen, dass wir die Entscheidung der 10. Legion akzeptieren.
Die Schlinge zieht sich zu, langsam, aber sicher. Geht! Ich entbinde euch eurer Pflichten. Das gilt für alle. Kaiser Varys, wie sehr muss es euch schmerzen, euer Land so gedemütigt zu sehen? Erinnert ihr euch noch an unseren Traum? Wir sahen eine Zukunft, in der die Welt unter einem Banner vereint ist, in Frieden und Wohlstand. Und nun sind wir nicht mehr als flüchtige Gespenster aus einer vergangenen Zeit. Doch wahre Treue überdauert auch den Tod. Schnell, zum Tertium, bevor es zu spät ist. Wenn Quintus irgendwie zu einem Waffenstillstand zu bewegen ist, müssen wir es versuchen. Hoffentlich hört er uns auch zu. Thank you.